Wir haben ja jetzt die Situation, dass diejenigen, die die Boosterimpfung gehabt haben, sich genauso testen lassen müssen unter 2G-Plus-Bedingungen wie derjenige, der also nur vollständig geimpft ist. Da aber der Impfschutz nach der Boosterung so viel größer ist, wir sprechen hier über den Faktor 10 bis 20, also wirklich sehr nennenswert. Unter Nicht-Omikron-Bedingungen ist das also ein vollständiger Schutz. Dass man sagen kann, diese Leute noch zur Testung zu veranlassen, ist eigentlich medizinisch nicht sinnvoll. Das ist daher ein Vorschlag, den ich der Gesundheitsministerkonferenz unterbreiten möchte. Die Gesellschaft ist gespalten und es gibt eine Mehrheit auf das Vertrauen, kann sich die Regierung noch stützen, aber sie muss zeigen, dass sie etwas durchsetzen kann. Und vermutlich eben nicht nur die einrichtungsbezogene Impfpflicht, sondern eine allgemeine Impfpflicht. Mhm. Ethisch würde ich sagen, ist das überhaupt kein Problem, das zu begründen, wenn man nicht einen völlig verkürzten Freiheitsbegriff hat und ihn nicht einbettet in die Gesellschaft. Das heißt, meine Freiheit hört tatsächlich da auf, wo ich die Freiheit des oder der anderen einschränke. Also ethisch gut zu begründen, rechtlich sehe ich im Grunde auch kein Problem. Nur das Problem, und das hat der große Verfassungsrechtler, der Österreicher Hans Kelsen einmal formuliert, eine Rechtsnorm, die nicht richtig sanktioniert werden kann, die gewissermaßen nicht verfolgt werden kann, existiert nur halb. Also würde ich das wird eine Schwierigkeit werden. Ja. Letzter Punkt, Frau Hosenfeld. Das große Problem sehe ich, dass man politisch sich in eine ganz missliche Situation gebracht hat, weil man sehr früh und wie ich meine ohne Not argumentiert hat und gesagt hat, zitiert hat, es wird mit uns keine Impfpflicht geben. Da hat man eine Waffe aus dem Köcher genommen, obwohl die Krise dynamisch war. Dreimal geimpft ist der Schutz nach den Studien, die wir bisher haben, 75%. Das ist sehr nennenswert. Und die 25%, die sich infizieren trotz Impfung, die werden in der Regel nicht schwer erkranken. Somit ist die Boosterimpfung unfassbar wertvoll, weil wir damit sowohl die Delta-Welle beenden können, wie auch die Omikron-Welle abwenden können. Und daran werde ich, das wird für mich jetzt in den ersten Monaten, neben vielen anderen Sachen, Infektionsschutzgesetz diese Woche durchgebracht, auch mit den Stimmen der Opposition der Union. Vielen Dank dafür, Kollege Röttgen. Aber das wird für mich der Schwerpunkt sein, tatsächlich diese Wellen runterzudrücken, weil dann kommen wir mal vor die nächste Welle und das würde ich mir so sehr wünschen. Wir können damit rechnen, dass ab April wahrscheinlich, Mai, die neuen Impfstoffe da sind, die Anti-Omikron-Impfstoffe. Wenn wir bis dahin, also sage ich mal, die Delta-Welle durchbrochen haben und haben mit der Booster-Welle die Omikron-Welle noch vor uns geschützt, dann kommen wir ganz gut durch. Vertrauen erodiert natürlich auch, wenn in einer Rigorosität gesagt wird, es wird keine Impfpflicht kommen. Es war nie ein Zweifel daran. Es wurde immer absolut gesetzt und das innerhalb weniger Tage sich ändert. Das ist der eine Punkt. Aber haben Sie den anderen Punkt, finde ich, als Journalistin? Andere Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass der Fraktionszwang da aufgehoben wird. Das ist absolut richtig. Es braucht eine breite Debatte, weil das, was draußen auch passiert, wir haben eine öffentliche Debatte, die so unversöhnlich, so gnadenlos mittlerweile geführt wird. Und da auch ein Schritt, den ich großartig finde, was Olaf Scholz jetzt angekündigt hat, ist das wissenschaftliche Expertengremium, was er macht. Er holt eine Bandbreite rein, und zwar aus Fachbereichen, sowie auch aus Ansichten oder Vorschlägen, wie man diese Pandemie angemessen bekämpft. Und das macht sich exemplarisch fest. Christian Drosten und Hendrik Streeck werden in diesem Gremium sitzen. Und das ist so stellvertretend für ja ganz unterschiedliche Kurse, die in der Öffentlichkeit so brutal ausgefochten werden. Und da auch im Vergleich zur Vorgängerregierung. Angela Merkel hat sich für einen Weg in der Pandemiebekämpfung entschieden und danach auch die Wissenschaftler ausgewählt, von denen sie sich hat beraten lassen. Die Pädagogen lassen, mit denen nicht sie dabei. Erhoffen hat. Jetzt holen wir die Debatte, die gesellschaftlich stattfindet und auch wissenschaftlich, wird an einen Tisch geholt. Am Ende muss die Entscheidung natürlich die Politik treffen, welchen Weg wir in der Pandemie gehen. Aber die Grundlage ist jetzt eine andere, eine breitere. Dann interessiert mich,
was die Opposition dann eigentlich macht. Die Opposition, würde ich mal zunächst vermuten, also ihre Partei, ist im Grunde in einer solchen Situation für die Impfpflicht. Wird die Opposition dann mit der Regierungskoalition stimmen, um ein starkes Signal ins Land auszusetzen, auszusenden und eben das zu unterstützen? Das ist ja nur ein Parlamentsantrag. Also da stimmt, das Gesetz bringt nicht die Regierung ein, sondern wir werden das als Gewissensfrage fraktionsübergreifend in Gruppenanträgen machen. Das heißt, es könnte dann sogar sein, dass Herr Röttgen und Frau Göring-Eckardt und ich, dass wir gemeinsam auf einem Antrag stehen, der dann also... Aber Herr Minister, Sie haben ja eben gesprochen von der Strategie. Und darum möchte ich Ihre... Und ich komme darauf zurück, indem ich Ihre Frage beantworte. Meine Antwort darauf ist, für mich gesprochen, wir haben das noch nicht endgültig festgelegt, ich bin aber ziemlich sicher, ja. Das wäre unser Ansatz, dass wir sagen, das ist eine grundlegende Frage des Schutzes unserer Bevölkerung. Und das ist auch eine Frage der Strategie der Bekämpfung dieser Pandemie. Und darum erwarten wir von uns als Fraktion, als Opposition, dass wir eine Meinung haben. Aber ich erwarte eigentlich auch von der Regierung, dass sie eine Meinung hat. Erneut halte ich das für eine Machttaktik. Warum wird jetzt das auf einmal nicht als Ampel-Koalitionsgesetz eingebracht, sondern als individuelle Gewissensfrage präsentiert? Ich glaube, es liegt erneut daran, dass eine der Regierungsfraktionen in dieser Frage tief gespalten ist. Nämlich? Herr Röttgen. Es sind nicht die beiden Fraktionen, sondern es ist die FDP-Fraktion, die Schwierigkeiten machen würde, wenn es jetzt einen Regierungsgesetzentwurf gibt. Das weiß eigentlich auch jeder, dass das so ist. Und dann sagt man jetzt, dann machen wir daraus eine individuelle Gewissensfrage für alle. Jede Frage ist nach dem Grundgesetz eine Gewissensfrage für Abgeordnete. Ich würde Ihren Weg, mehr kann ich ja nicht sagen, sehr bevorzugen. Ein starkes Signal mit einer großen Mehrheit, Regierungskoalition, die die Mehrheit hat, und Opposition sollten gemeinsam ein Gesetz einbringen, nach meiner Vorstellung für die allgemeine Impfpflicht. Dann wird es eine Pro- und Kontradiskussion geben. Wer das nicht verantworten möchte und kann, das ist natürlich völlig klar. Aber dieses starke Zeichen, das Zusammenstehen in dieser Frage, würde ich für sehr, sehr wichtig halten. Und darum ist meine Antwort, ja, so wäre mein Verständnis als Opposition in dieser Frage. Man hat ja jetzt schon die ersten Taten gesehen. Und wenn man sich die Taten anguckt, dann muss man sagen, dass die keineswegs so glänzend sind, wie diese Hochglanzbilder suggerieren sollen. Also das erste gemeinsame Projekt der Ampel war das Infektionsschutzgesetz. Das ist jetzt gerade zum dritten Mal, musste das nachgebessert werden. Dann die Impfpflicht, die kategorisch ausgeschlossen worden ist, die soll nun kommen. Dann wird Anfang der Woche Christian Lindner einen Nachtragshaushalt in Höhe von 60 Milliarden Euro will er verabschieden. Das hat er selber vor kurzem noch einen Taschenspielertrick genannt. Und das fatalste auch Anfangssignal der Ampel, finde ich, ist, wenn man auf die Ausschüsse im Bundestag guckt, also wegen parteiinterner Wiedergutmachung für entgangene Posten wird es jetzt dazu kommen, dass der Innenausschuss im Bundestag von der AfD geleitet werden wird. Es war trotzdem ein Fehler, damit zu suggerieren, jetzt ist die Gefährlichkeit der ganzen Sache vorbei. Was wir wollten, war dieses Rechtskonstrukt nicht mehr, sondern wir wollten die klaren Maßnahmen im Parlament beschließen. Und deswegen ist es auch klar, Sie haben ja gesagt, nachbessern. Ich finde, wir sollten das mal aus diesem, das ist ein blödes Wort, rausnehmen. Weil das heißt nämlich, dass man sich anschaut, wie ist die Situation und dann darauf reagiert. Und ich will, dass wir das im Parlament machen, nicht mehr in Nachtsitzungen, in MinisterpräsidentInnenkonferenzen, wo nur was rausdringt, weil irgendwelche Leute anfangen, ihre Handys daneben zu legen. Und dann einzelne Zeitungen ja in erster Linie sagen, da ist jetzt gerade das und das passiert, sondern öffentlich im Parlament. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen deutschlandweit möglich gemacht, die es vorher nicht gab und die gerade beim Impfen richtig was bewirkt haben. Beispielsweise 3G in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Betrieben, an den Arbeitsplätzen und 2G in vielen anderen Bereichen. Und bei mir zu Hause in Thüringen standen am Wochenende danach Leute an bei den Impfmöglichkeiten und haben gesagt, wir stehen hier, weil wir wollen weiter Straßenbahn fahren. Bei China ist es eine ganz zentrale Frage. Also wenn man sagt, wir machen da nur irgendwie, ist halt wirtschaftlicher Partner, der Rest interessiert uns nicht, das wird nicht gehen. Das geht auch in dieser Welt von heute nicht. Es ist ja außenpolitisch auch wirklich unumstritten. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Partner und ein strategischer Rivale. China. Und welche Sprache werden Sie dann pflegen? Weil da waren wir jetzt. Bei der Sprache geht es natürlich auf der einen Seite darum, dass man Klarheit und auch Transparenz herstellt. Auf der anderen Seite geht es jetzt nicht darum, eine Meinung zu äußern, wenn es um die Olympischen Spiele geht, sondern es geht darum,
eine gemeinsame Position zu haben. Klar. Eine gemeinsame deutsche Position und aber natürlich auch eine gemeinsame europäische Position. Und daran muss man arbeiten. Da kann man nicht irgendwas rausposaunen und sagen, das finde ich jetzt mal so, sondern muss man daran arbeiten, damit es auch funktioniert.